Seht es euch genau an, Männer. Dieses verfluchte Ding ist dunkle Brut. Sie sind stark und listig. Aber glaubt den Geschichten der alten Weiber nicht. Man kann sie töten. Wenn ihr sie oft genug mit euren Schwertern aufspießt, sterben sie. Ihr Blut ist schwarz wie die Sünde und giftig. Denkt nicht einmal daran, sie zu berühren. Ihr Blut würde euch verderben. Dann könnt ihr euch auch gleich selbst das Leben nehmen. Wir haben schon mehrere Hunde verloren. Wir mussten ihnen Maulkörbe verpassen, damit sie uns nicht beißen. Es ist ein langer, qualvoller Tod. Okay, dunkle Brut. Infizierungsgefahr ist sehr hoch. Na gut. Haben wir sonst noch was? Jetzt, wo ich hier nochmal rumgucken kann. Du bist elfischer Bote. Guten Tag. Hallo, verzeiht. Benötigt ihr etwas? Von euch nicht, nein. Nein, ich wollte mich nur unterhalten. Ihr wollt euch mit mir unterhalten? Ich stecke doch nicht in Schwierigkeiten, oder? Ich fürchte schon. Nicht, dass ich wüsste. Da bin ich aber erleichtert. Ich bin einer der Diener des Königs. Ich überbringe Nachrichten und mache den ganzen Tag Botengänge. Wer zu langsam ist, bekommt es mit dem Quartiermeister zu tun. Ich wünschte, wir wären wieder im Palast. Da gibt es viel mehr Orte, an denen man sich verstecken kann. Ich sollte gehen. Wenn der Quartiermeister sieht, dass ich mich unterhalte, denkt er, ich sei faul und zieht mir das Fell über die Ohren. Aber es war schön, sich mal zu unterhalten. Hätte ich mal doch gelogen. Und wer bist du? Im Leben des Nichtswandels, denn im Lichte des Erbauers gibt es weder Dunkelheit noch Tod. Priester. Gesegnet seien die, die dem Verruchten und Gottlosen entgegentreten und nicht weichen. Wird erledigt. Okay. Was haben wir hier? Einmal ein Dolch, nehmen wir mit. Und hier ein Langschwert, nehmen wir auch mit. Kann man ja nicht liegen lassen, ja? Was sollen die Nachbarn denken? Okay. Soll die Schlacht werden, in der wir diese dunkle Brut zurück unter die Erde jagen? Glaubst du das? Ich weiß nicht. Ja, Soldatengespräche, ne? Also die versuchen sich selbst irgendwie Mut zu sprechen. Hier fehlt irgendwie eine Textur auf dem Schutthaufen da. Der vielleicht nicht im Feuer stehen, das ist vielleicht ratsam. So. Ich glaube, ich bin soweit fertig. Dass wir mit Duncan reden können. Guten Tag, Duncan. Du hast Alistair also gefunden, was? Gut. Ich nehme an, du bist bereit, mit den Vorbereitungen zu beginnen. Ja, das ist richtig. Wenn du keine weiteren Magier mehr verärgern musst, Alistair. Was soll ich sagen? Die ehrwürdige Mutter hat mich überfallen. So wie sie die Schuldkeule schwingt, sollte man sie in die Armee stecken. Sie hat dich also gezwungen, dich über Magier lustig zu machen. Wir können es uns nicht leisten, irgendjemanden zu verärgern. Wir dürfen unseren Feinden nicht noch mehr Munition gegen uns liefern. Es tut mir leid, Duncan. Ich sorge dafür, dass wir vollzählig sind. Das hier ist Sir Jory, ein Ritter aus Radcliffe. Wie geht es euch? Und das hier ist natürlich der Rekrut, den Duncan uns angekündigt hat. Mhm. Ich bin Mahmud, schön euch zu treffen. Das bin ich, der Neue. Nun denn, jetzt wo ihr alle hier seid, können wir beginnen. Ihr vier werdet in die Korkari-Wildnis aufbrechen, um zwei Aufgaben zu erfüllen. Die erste ist, drei Fläschchen mit dem Blut der dunklen Brut in euren Besitz zu bringen. Eins für jeden Rekruten. Aha. Aber wofür brauchen wir das Blut? Für den eigentlichen Beitritt. Ich erkläre es euch, wenn ihr zurück seid. Okay, ich ahne etwas. Und was ist die zweite Aufgabe? Einst gab es in der Wildnis ein Archiv der Grauen Wächter. Es wurde vor langer Zeit aufgegeben, als wir es uns nicht mehr leisten konnten, derart abgelegene Vorposten zu unterhalten. Vor kurzem haben wir erfahren, dass einige Schriftrollen zurückgelassen wurden. Um sie zu schützen, wurden sie magisch versiegelt. Alistair, ich möchte, dass ihr diese Schriftrollen findet und mitbringt, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Mhm. Wir sollen das Archiv und drei Fläschchen im Blut suchen. Verstanden. Was sind das für Schriftrollen? Alte Verträge, wenn das deine Neugier befriedigt. In ihnen wurde den Grauen Wächtern vor langer Zeit Unterstützung zugesichert. Sie wurden einst als reine Formalität betrachtet. Aber da so viele ihre Verpflichtungen uns gegenüber vergessen haben,
ist es vielleicht nicht das Schlechteste, etwas in der Hand zu haben, um sie daran zu erinnern. Okay, und wenn sie nicht mehr da sind? Obwohl die Magie des Siegels sie schützen müsste, ist es natürlich möglich, dass die Schriftrollen zerstört oder sogar gestohlen wurden. Allerdings kann nur ein grauer Wächter ein solches Siegel brechen. Das verstehe ich nicht. Warum lässt man solche Dinge in einer Ruine zurück, wenn sie so wertvoll sind? Man hatte angenommen, dass wir eines Tages zurückkehren würden. Man hat so einiges angenommen, was sich nicht erfüllt hat. Mhm. Ist es auch Teil unseres Beitritts? Nein, aber wir müssen die Mühe auf uns nehmen. Ich habe vollstes Vertrauen, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. Okay, und wie finden wir das Archiv? Es ist inzwischen eine überwucherte Ruine. Aber die versiegelte Kiste sollte unversehrt sein. Alistair wird euch in das Gebiet bringen, in dem ihr suchen müsst. Okay, wir sollen das Archiv und 3 Fläschchen mit Blut suchen. Okay. Gib gut auf sie Acht, Alistair. Kehrt schnell und wohlbehalten zurück. Das werden wir. Dann möge der Erbauer über euch wachen. Wir sehen uns bei eurer Rückkehr. Ich gehe doch mal, ne? Verdorbenes Blut und Gedöns. Die Truhe der grauen Wächter. Oh, okay. Heißt das, ich darf jetzt hier durch das Tor durch? Sieht so aus. Nein, gehen wir mal. Grüße. Ich wurde informiert, dass in der Wildnis Aufgaben auf euch alle warten. Das Tor steht euch offen. Aber seid vorsichtig da draußen. Selbst ein grauer Wächter ist heute Nacht im Wald nicht sicher. Ja, wird schon irgendwie. Hoffe ich. Und wenn nicht, ja dann nicht. Oder so. Gut. Jetzt unterwegs mit den anderen grauen Wächtern. Einfach mal durch die Wildnis. Oh, Kacke. Ein Wolf! Nicht ein Wolf! Das sind aber auch echt nicht wenig hier. Guten Tag. Das ging voll daneben. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn die so weiter rumheulen, dann pullen die noch die anderen Wölfe. Falls es noch andere gibt. Ich glaube, wir haben jetzt so alle gepullt, die es hier gibt. Oder ein Großteil. So. Okay. Wir haben es irgendwie geschafft. Was haben sie da dabei? Wolfsfell nehme ich mit. Kann man vielleicht verkaufen. Oder so. Man weiß ja nie. So, hier auch nochmal. Selbstverständlich. Zack. Und zack. Und das war's. Okay. Da haben wir Leichen. Ist das von einem Wölfen? Was sagt denn die Karte? Karte sagt bisher nicht so viel, weil nichts entdeckt ist. Aber überall Leichen hier. Hierüber. Guten Tag, sterbender Soldat. Wer ist da? Graue Wächter? Er ist nicht halb so tot, wie er aussieht, oder? Mein Spähtrupp wurde von der dunklen Brut angegriffen. Sie kamen aus dem Boden. Bitte helft mir! Ich muss zurück ins Lager. Wir können euch zurückbringen. Wir sollten zumindest versuchen, seine Wunden zu verbinden, ja. In meinem Gepäck sind Verbände. Vielen Dank. Oh, ich muss hier weg. Habt ihr das gehört? Die dunkle Brut hat einen ganzen Trupp erfahrener Männer ausgelöscht. Beruhigt euch, Sir Jory. Wenn wir vorsichtig sind, geschieht uns nichts. Diese Soldaten waren auch vorsichtig und doch wurden sie überwältigt. Wie viele der dunklen Brut können wir 4 erledigen? Ein Dutzend? 100? Dann gibt es in diesen Wäldern immer noch eine ganze Armee. Ja, es gibt hier dunkle Brut. Aber es besteht keine Gefahr, dass wir auf die Hauptstreitmacht der Horde stoßen. Woher wollt ihr das wissen? Ich bin kein Feigling, aber das hier ist töricht und unverantwortlich. Wir sollten zurückkehren. Wir werden uns den Weg freikämpfen. Für mich klingt er wie ein Feigling. Ist gefährlich und
Es ist Teil unserer Prüfung, diese Gefahren zu überstehen. Das ist... wahr. Ihr müsst eins wissen. Alle Grauen Wächter besitzen die Fähigkeit, die Dunkle Brut zu spüren. Was auch immer sie planen, sie werden uns nicht überraschen können. Deshalb bin ich hier. Seht ihr, Sir Ritter? Es kann sein, dass wir sterben. Aber zumindest wissen wir es vorher. Soll mich das etwa beruhigen? Das soll allerdings nicht heißen, dass ich hier bin, um es euch einfach zu machen. Deshalb sollten wir uns auch wieder auf den Weg machen. Okay. Das kann ich, glaube ich. Weiß zwar immer noch nicht, wo lang genau, aber kriegen das schon hin. Ich meine, die dunkle Brut wird es hier geben und wir müssen ja auch Blut von denen sammeln. Nee, kann ich nicht lang, um dahinter irgendwie zu gucken, ob wir dort irgendwie was haben. Was? Das ist die dunkle Brut, oder? Ja. Oh Gott. Die Schweine. Die dunkle Brut, sie ist hier. Nur nicht das Blut berühren, aber dann brauchen wir Fiolen. Genlock. Aha. Meinetwegen. Okay, ab auf den nächsten. Sehr schön. So, die haben wir. Oh, und den haben wir ein bisschen geköpft versehentlich. Das war ein Versehen. Fläschchen mit Blut der dunklen Brut. Nehmen wir. Brauchen wir. Hat der auch noch was dabei? Hallo? Kriege ich hier nicht angeklickt? So. Okay. Aber eigentlich wollte ich auch da lang. Und hier und dort und überall ist es... Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. Da haben wir irgendein Kraut oder so. Eine Elfenwurzel. Sehr schön. Was ist das? Einfach mal hingehen, einfach mal gucken, was da ist. Ein Brief. Ein persönlicher Brief. Neue Quest der Missionar? Was ist da für eine Quest? Ist das hier? Nein. Ich würde gerne den Brief lesen. Aber der ist hier nicht drunter, oder was? Kokari-Wildnis, Missionar. Du hast in der Nähe des Eingangs zur Kokari-Wildnis einen Leichnam gefunden. Er hatte einen Brief bei sich, in dem ein Weg durch die Wildnis beschrieben wird, der dem Verstorbenen zu einem Treffpunkt mit seinem Vater führen sollte. Genauere Informationen findest du in den Aufzeichnungen. Ein Brief von Jogby. Aufzeichnungen. Ist aber nicht hier, ne? Nee. Notizen vielleicht? Ne, das sind diese Credits von den von irgendwelchen DLCs, die ich habe. Questbezogen. Brief an Jogby. Mein lieber Sohn. Es erfüllt mich mit Freude, dass du in meine Fußstapfen treten und das Wort des Erbauers zu denen bringen willst, die nicht erleuchtet sind. Allerdings hättest du dir dafür einen ungefährlicheren Ort aussuchen können. Verzeih, dass ich bereits in die Wildnis aufgebrochen bin, Sohn, aber ich wollte schon mal ein Lager aufschlagen und mit der Arbeit beginnen. Die Shazind haben Respekt vor jedem, der sich in der Wildnis behaupten kann. Und ich will vor deiner Ankunft eine Abmachung mit einem dortigen Stamm treffen, damit wir ein paar Freunde haben. Du wirst feststellen, dass es schwierig ist, sich in der Wildnis zu orientieren.
Ich habe unten ein paar Punkte aufgelistet, denen du folgen solltest. So gelangst du zu einem Ort, an dem ich Vorräte für dich hinterlassen habe. Wenn du dich verirrst, geh dorthin zurück. Ich finde dich dann schon. Hier nun die Orientierungspunkte, beginnend am Eingang zur Wildnis bei Ostagar. Such nach einem Baum, der an der Ruine eines Gebäudes lehnt. Geh unter eine umgestürzten Baumbrücke hindurch. Geh an einen versunkenen Turm zur Rechten vorbei. Halt auch schon nach der Ruine eines hohen Rundbogens und einem moosbewachsenen Stein. Geh einen Weg aus Wurzeln und Steinen entlang. Such nach zwei großen Statuen, zwischen denen eine Truhe steht. Dort ist unser Treffpunkt. Ich liebe dich, Jogby, mein Sohn, und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Dein Vater. Okay. Also es fängt an mit einem Baum, der gegen ein Gebäude lehnt, ja? Das könnte dieser Baum sein. Ein Blümchen. Diese Blume. Weiß und in der Mitte rot. Der Hundepfleger in Ostagar hat nach so einer gefragt. Was will er damit? Hast du eine Ahnung? Der Hundepfleger meinte, dass diese Blume den Hunden helfen kann, die krank geworden sind, nachdem sie die dunkle Brut gebissen haben. Auf jeden Fall hat er jedem eine Belohnung versprochen, der in die Wildnis geht und ihm eine bringt. Ich will nur, dass du darüber nachdenkst. Das ist alles. Okay.